Und nach meiner kurzen Pause und meinem Gedanken über fliegende Charaktere und mir immer noch kein weiter und bei dem mir immer noch kein weiter eingefallen ist, melde ich mich zurück mit einem weiteren Part von Paper Mario und werde Paracari jetzt mal seine neuen Briefe bringen, also beziehungsweise er hat die Briefe ja schon länger, hat sie ja nur verloren. Der super zuverlässige Briefträger, wie er sich ja selber schimpft. Also, ganz klar. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass er uns folgt oder dass er mit uns gemeinsam also Gegner zerreißen wird. Klingt ein wenig brutal, wenn man sich so den Grund dieses Spiels mal so anschaut. Ich stelle gerade fest, wäre ich ein Stück weiter gelaufen, hätte ich sogar im letzten Part noch speichern können und die Aufnahme für heute beenden können. Aber eigentlich macht es mir gerade doch noch zu viel Spaß, wenn ich nicht darauf achte und von bösartigen Maulwürfen angegriffen werde. So. Und diesmal machen wir es richtig. Nicht jeder kriegt seinen Gegner, sondern wir schalten effektiv schnell immer die Leute aus, dass weniger Angriffe kommen. Das ist eigentlich die Idee, das ist eigentlich total logisch, aber da habe ich jetzt irgendwie in den letzten Kämpfen nicht drüber nachgedacht. Um den Schaden zu minimieren. Ich finde es schade, dass Gumbari uns gegen die Kirks nicht helfen kann. Und Koopa auch nicht. Und Bombette nur mit ihrer Fähigkeit, die dann aber doch 3 Blütenpunkte kostet. Weil ich ganz schön heftig finde. Also man kann die echt nur auf die richtige Weise besiegen. Ich meine, sie haben wenig KP, aber... mit 2 Verteidigung und so viel Angriff haben wir ja noch nicht. Schon heftig. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider immer noch. Noch immer. Wenn es irgendwie wichtig ist, darf ich nochmal zu deiner Hilfe bitten. Stein, und bis jetzt hatte ich kein Glück. Du bist doch die ganze Zeit noch an der gleichen Stelle. Und ich habe den letzten Brief. Der letzte Brief, du hast ihn gefunden. Jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Oh, nochmals vielen herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren. Ich glaube, dass mir während des Flugs über das gesamte Königreich welche angekommen sind. Er ist total zuverlässig, wie er immer wieder bestätigt. Mikro, bleib stehen. Danke. Hehe, tja. Weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reise mal ein Auge für mich offen halten? Als Gegenleistung bitte ich dir meine Hilfe an. Akzeptieren. Gepriesen seien die Sterne. Die Gedanke, all die Briefe allein suchen zu müssen, wäre nicht besonders schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Du solltest es nicht bereuen. Paracari gehört zum Team. Um Mario ein Stück tragen zu lassen. Ah, genau. Kurze Abgründe überqueren, über die er selbst nicht springen kann. Im Kampf kann er mit Luftangriff oder Panzerwurf einem Gegner den Hosenboden stramm ziehen. Jetzt aber los. Ach übrigens. Wenn er einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben. Sprich, ich muss an deiner Seite sein. Vergiss das nicht, ja? Gut, dann heilen wir uns an der Stelle nochmal kurz. Oh. Also es ist wirklich ein sehr kurzes Stück. Also es wird wirklich nur für diese kurzen Abgründe, die wir ja schon gesehen haben, reichen. Dann hoffen wir einfach mal, dass Paracaris Angriffsstärke vielleicht mal ein bisschen höher ist als die vom Rest. Das würde mich eigentlich ziemlich freuen. Immerhin zählt es nicht als Angriff vom Gegner. Und. Ja. Yeah. Gut, wir haben Fähigkeit Panzerwurf. Rammt einen fliegenden Gegner. Aha. Kickt den Gegner. Okay, er zählt auch wieder standardmäßig nur einen ab. Wie jeder von meinen Leuten. Und steuert sich dann auf die gleiche Weise. Ich glaube allerdings, dadurch, dass er einen Panzer trägt, könnte er theoretisch gesehen, wenn es was bringen würde, die Kirks angreifen.
Hab's schon wieder versagt. Aber es wird sich hoffentlich jetzt noch ändern. Immerhin haben wir bald wieder ein Level Up, das freut mich jetzt schon mal. So im Vornherein sozusagen. Wow. Nee, du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf dich und deine nervigen Freunde. Denn ich will mir erstmal den Orden holen, den wir noch gesehen haben, nachdem ich nochmal gespeichert habe. Wie gesagt, wenn das Speichern so unglaublich schön schnell geht, kann man das ja durchaus öfter tun. So. Ach, man muss in die richtige Richtung gucken. Dankeschön, mein neuer Freund. Und was haben wir da? Du hast den Erdbebenorden. Was ist heute mit mir los? Also, verzeiht bitte, dass ich heute ein wenig eine schwere Zunge habe. Dabei trinke ich doch gar nicht. Bringt den Boden und Decken Gegner leichten Schaden. Okay, wie viel kostet uns der Spaß? Erdbeben ein. Ich werde den Tu mir nichts Orden mal ablegen, da wir haben ja jetzt schon einen, der das generell macht. Und ich mag generell meinen Hammer. Wenn ich jetzt den Gegner nochmal treffen würde, wäre das sehr schön. Genau. Probieren wir es gleich mal aus, kostet 2 Punkte. Und trifft mehrere Gegner dafür. Aha, also gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Moment, und ah, okay, so kann man es, damit kann man es sehen, somit mal eine neue Variante für eine Fähigkeit. Hat uns jetzt ein paar Punkte gekostet, aber das sehe ich jetzt mal nicht als so schlimm an, da wir die ja sicherlich wieder reinholen. Das Erdbeben ging ungewohnt langsam, deswegen habe ich es in dem Fall mal wieder nicht hingekriegt, aber naja, gut, was soll's. Und auch hier, also ich weiß nicht, das liegt ein bisschen an der Flugsteuerung, das ist ein bisschen, Flugsteuerung, ist in dem Fall ja mal gut gewählt, ja, ist ein bisschen komisch. Wieso geht das nicht? Kurz vor der Landung. Und ich drücke ja eigentlich kurz vor. Naja, gut, vielleicht kriege ich es da noch hin. Dann dreht er wahrscheinlich, denke ich, noch eine zusätzliche Bahn beim Flug oder so. Irgendwie sowas wird es sicherlich sein. Moment, dann holen wir uns jetzt in dem Fall jetzt mal noch schnell den Sternsplitter, der oben ist. Bevor wir weitermachen. Ah, wenn wir nicht springen, erwischt er uns also auch nicht. Das ist natürlich schön. Schön zu wissen. Gut. Ja, lauf, 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 lauf. Ich finde übrigens die Streckung, die entsteht, wenn wir nach hinten laufen, finde ich eigentlich einen sehr interessanten grafischen Trick, der so ein bisschen dieses papiermäßige, also man das Blatt faltet dabei. Das hat irgendwie was. Also vielleicht interpretiere ich da auch gerade zu viel rein. Das mache ich gerne mal. Aber es sieht auf jeden Fall schnieke aus. Wie gesagt, vor allem, wenn man denkt, wie alt das Spiel schon ist. Und vor allem, wenn man denkt, auf was für eine Hardware es gemacht wurde. Also der N64 war selbst zu der Zeit, wo er rauskam, jetzt nicht das grafische Meisterwerk. Aber er hatte schöne Spiele, vor allem die Nintendo-hauseigenen waren natürlich schon ziemlich klasse. Dagegen kann man wirklich nichts sagen. Machen wir mal noch einen kleinen Kampf. Da kann ich auch gleich mal kurz ausprobieren, ob das wirkt. Also was ich glaube, dass Parakeri die Kirks angreifen kann, ohne sich selbst zu verletzen. Nein, kann er nicht. Er trägt ja nur einen Panzer. Dann Schlag plus.
die Namen der Fähigkeiten sind so unglaublich. Und dann gehen wir mal noch schnell eins voll auf die Rübe. Genau. Und haben es auch erledigt. Ich werde jetzt noch mal ein kleines Stück zurückgehen und noch mal heilen, sobald es dann möglich ist, und speichern und die Aufnahme für heute beenden. Mich dann im nächsten Part der kompletten Überquerung des Berges annehmen und versuchen, ich versuche nicht ganz so viele Kämpfe einzubauen, da sie ja die Zeit doch ganz schön Zeit kostet in dem Spiel. Eigentlich natürlich auch nicht so wenig werden lassen, dass wir aus dem Training kommen. So. Müssen wir jetzt nochmal einen Bereich zurücklaufen? Ja, noch einen, bevor wir zu unserem schönen Herzblatt kommen. Drei Münzen. Also werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich in der Stadt sind und uns neue Orden kaufen können. Also ich hoffe auch mal, dass was Schönes dabei ist, was dann wahrscheinlich so in der Preisklasse liegt, dass wir wieder nur das Teuerste kaufen können und den Rest ein bisschen außen vor lassen müssen. Aber es stört mich ehrlich gesagt nicht weiter, denn immerhin lieber ein richtig guter Orden, der mehr kostet, als ein mittelmäßiger, der dafür aber fast genauso viel kostet. Also dann, ich werde hier an dieser Stelle speichern und ich denke mal, das Video wird jetzt, heute haben wir den 15. Es wird vielleicht am Dienstag oben sein. Also den 18. 4., 12. Wie komme ich auf 4.? Keine Ahnung. Also quasi kurz vorm Weltuntergang. Und ich weiß nicht, ob ich nächste Woche zum Aufnehmen komme. Ich werde vielleicht, doch, Dienstag werde ich wahrscheinlich ja nochmal aufnehmen, da ich ja Mittwoch Besuch habe und da wird es immer ein bisschen schwierig. Oder ich nutze ihn quasi als Gastkommentator, dann aber vermutlich eher für Fire Emblem, da er dort ein bisschen mehr Ahnung hat. Also man sieht sich oder hört sich in unserem Falle wohl eher. Macht's gut!